Anzuerkennen, dass man erstens auch vielleicht manches dann doch belastender findet, als man am Anfang glaubt, und aber auch, dass nicht jeder die gleichen Ressourcen hat und dass bei manchen die Ressourcen schon gar nicht mehr da sind, und wenn dann noch was draufgesetzt wird, dann geht es überhaupt nicht mehr. Dass ich sehr privilegiert bin, okay. Das habe ich gelernt. Also es ist ein riesen Privileg, keine Ahnung, einen eigenen Garten zu haben, ja, sehr frei zu sein. Glaube ich auch privilegiert, dass man so ein besseres Verständnis auch von der Pandemie entwickelt, dass man nicht nur mitgerissen wird, ja, mit diesem Wildbach ohne Kontrolle, ja, also man überhaupt nicht mehr antizipieren kann, was jetzt passiert oder warum was passiert. An manchen Stellen dieser Pandemie und der 17 Lockdowns hat das alles für mich auch eine deutliche, trotz der vielen Arbeit, ich will das jetzt nicht ins falsche Licht stellen, eine deutliche Entschleunigung bedeutet. Und an anderen Stellen genau das Gegenteil. Was ich mir da für mich ganz persönlich mitnehme, ist, wie wichtig es ist, sich so auch um sich selber zu kümmern, Arbeit und Privatleben oder Freizeit ganz, ganz klar voneinander abzugrenzen, auch ein bisschen milder mit sich zu sein, wenn man mal nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet. Dass ich nicht in die Zukunft gucken kann. Das heißt, dass jeden Tag irgendwas anders sein könnte. Wir konnten das vor der Pandemie auch nicht, aber so in diesen Pandemiezeiten haben wir immer gesagt, naja, wir können nicht planen. Man kann ja nicht planen, konnte man vorher auch nicht. Ne? Aber in der Pandemie ist einem das halt irgendwie so aufgefallen, und dass ich ganz viel Sachen schon vorausschauend mache, aber halt schon auch immer so sage, ja, ich weiß nicht, ich bin allgemein ein bisschen mehr so, schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich habe da irgendwie so auch jetzt auch im Unterricht als Nicht-Privatperson denke ich mir oft, nee, ich nehme jetzt einmal das vor, aber wenn wir da nicht hinkommen, das ist jetzt auch kein Drama. Ne? Also ich habe irgendwie so eine bestimmte Gelassenheit entwickelt. Für mich persönlich war erstaunlich, wie sich ganze Strukturen und auch ich selbst, sage ich jetzt einmal, in die neue digitalisierte Arbeitswelt eingefunden haben. Und was ich an sich zuerst sehr skeptisch beurteilt habe, ist im Prinzip fast liebgewordene Praxis geworden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich, sage ich jetzt einmal, den persönlichen Kontakt und auch so einen Talk wie heute lieber persönlich machen als digital, obwohl das technisch möglich ist. Und mein großes Takeaway ist, man soll die Technologie dort nutzen, wo sie sinnvoll ist, aber nicht unter Technologie wählen, sondern sie soll den Menschen dienen und nicht der Mensch der Technologie. Und manchmal, wenn ich den Computer auftreibe, habe ich doch noch immer den Verdacht, dass, sage ich jetzt einmal, manche Updates oder so schon so laufen, dass der Mensch dem Computer dient und nicht umgekehrt.